Rheintal-Oberländ ist ein Verbandsschwingfest am 1. April 2017 beim Schulhaus Siedenbaum zu Trübach. Am 9. ist es mit dem Anschwingen losgegangen. Und wie üblich beim Schwingen sind die vorderen Reihen schon eine halbe Stunde vorher zünftig bereit gewesen und angeregte Diskussionen sind in Gang gekommen. Man war dabei gewesen, von jung bis älter, ob verschnupft oder nicht. Schwingen ist eindeutig ein beliebter Volkssport. Zuerst noch zügig und kühl ist es dann frühlingshaft warm geworden. 116 Schwinger, darunter 11 Eidgenossen, sind angetreten. Der Wettkampf hat so jetzt einiges an Spannung versprochen. Aber auch das neben den Plätzen hat begeistert. Zum Beispiel der Lebendpreis, der Muni Alfons, spendiert von der Metzgerei Peter Bär von Grabs, der Rind Loli, spendiert von der Gemeinde Wartau und der Jörling Pamela, spendiert von der Marti-Gruppe Zatzmoos. Die Claudia Marti war bei der Taufe der Olmen 2016 als Vertreterin der Marti-Gruppe dabei gewesen und darum natürlich auch beim Schwingfest vor Ort. 3'800 Leute sind nach Trübach gekommen. Das Fest war zugleich das 50-jährige Jubiläum des Schwingclub Wartau. Und wie es da dazu gekommen ist, das habe ich den OK-Präsidenten Franco Chiani gefragt. Der Schwingclub ist zustande 1967 durch interessierte Schwingfestbesucher. Dann ist der Schwingclub gegründet worden und dann hat man im ersten Jahr schon am Gunzen oben das erste Gunzen Bergschwingen durchführen. Das Gunzen Bergschwingen haben wir an die 30 Mal im Chorus Gunzen durchgeführt, bis man gemerkt hat, dass es vom Aufwand her, Ertrag, Infrastruktur etc. nur ganz der heutigen Zeit entspricht. Jetzt haben wir das in Starlight noch, auch in dem Raum Siedenbaum, wo wir alle zwei Jahre jetzt das Gunzen Schwingen haben. Ich werde dem, du jetzt sitzt, ich denke, ich muss es gleich mal schnell einblenden auf der Gunzen. Also, das ist ja Gott vergessen, so ein logistisches Wunder gewesen, alles hier oben zu machen, einmal, oder? Das war immer so gewesen, ja. Das war ein sehr grosser Aufwand gewesen. Aber es war immer ein tolles Fest gewesen. Die Anlage, das Gebirge rundum, es war immer eine idyllische Atmosphäre dort oben. Also eine gewisse Idylle konnte ich an diesem Fest nicht absprechen. Es ist wirklich faszinierend, wie viele Leute hierher kommen, von jung bis alt, ganze Familien. Auch die Technik zum Beispiel. Der Birmin Mohammed mit seiner Firma Pro Sound & Light hat die ganze Familie angeschleckt mit seinen Technikern, eben mit der Jugend und so weiter. Man war fasziniert von dem Schwingfest. Und natürlich, es war heiss und darum musste man sich natürlich auch abkühlen. Der Wettkampf allerdings ist anders verlaufen als erwartet. Haushoch hoch überlegen war der Bündner Eidgenosse, der Armum Orlik. Und beim Schlussgang gegen den Innerschweizer Kranzschwinger, gegen den Schäuber Lutz, hat er auch der noch nach etwa 5,5 Minuten in die Sägemehl eingedrückt. Der Armum Orlik hat alle Kämpfe, die er hatte, gewonnen. Das Interview mit dem Ernst Frehner. Was hat dafür eine Bedeutung, wenn man so ein Frühlingsschwingen hier am Rintel-Oberländischen Verbandsschwingertag gewinnt, im Hinblick auf die kommende Saison? Ja, es ist sicher eine sehr gute Standortbestimmung. Ich habe gemerkt, dass ich vom Training her fit bin und können gut trainieren den Winter auch. Und habe mich gut gefühlt und mit so einem Notenblatt ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Tag gewesen. Und ja, ich konnte es leisten und bin zufrieden. Sympathisch, einfach, zurückhaltend. Der genaue Verlauf von dem Wettkampf, von dem wirklich sehr faszinierenden Schwingfest, dann in Bälde, hier eben auf Rheinwelden.